Hallo und herzlich willkommen bei InRacing. Ich zeige euch heute, wie man den TKNT 8 Motor abdichten kann bzw. noch ein Stück weit verbessern kann. So, wir beginnen mit der vorderen Modifikation. Im vorderen Lagerschild haben wir 6 Bohrungen, 2 M4, 2 große Bohrungen und 4 M3 Bohrungen. Die Löcher sind relativ groß, sodass relativ viel Staub eindringen kann. Ich entferne jetzt einmal zunächst den vorderen Lagerschild mit den 6 Schrauben. Achtung, ihr braucht hier zöllisches Werkzeug dazu. Ich weiß nicht, warum Tekin das gemacht hat. Vorne zöllisch, hinten metrisches Werkzeug. Ihr seht, das geht relativ zügig. Die Schrauben sind ab Werk auch nicht besonders fest montiert. Ja, Lagerschild ist schon heraus. Ja, wie ihr seht, sind die Bohrungen hier relativ groß und lassen relativ viel Staub rein. Um den vorderen Motorschild jetzt abzudichten, nutzen wir die Abdeckscheibe aus dem TKN Motor Tuning Kit aus unserem Shop. Ihr seht, die geht hier ein bisschen streng drauf, das ist aber beabsichtigt. Wir wollen auch gleichzeitig das Lager mitfixieren. Das Lager neigt bei den TKN Motoren durchzurutschen. Sobald ein bisschen Schmutz reinkommt oder sobald eine Verunreinigung im Lager ist und der Widerstand größer wird, hat man da oftmals Probleme. Das ist auch mit einer der Gründe, warum oftmals die Rotoren dann einen Schaden erleiden oder die Welle angeschliffen wird, weil eben das Lager hier sehr, sehr locker drinnen sitzt. Wir fixieren die Abdeckscheibe jetzt mit den mitgelieferten Schrauben, die bei uns im Set dabei sind. Wir nutzen zur Fixierung, wir wollen jetzt, dass die Schrauben dann irgendwann in den Motor reinfallen, mittelfesten Schraubensicherungslack. So, und jetzt sind wir schon fertig. Und wenn man jetzt drauf guckt, ja, man sieht nicht mehr durch. Kein Staub merken und oder was auch immer kommt in den Motor rein. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Und zwar solltet ihr den Motor bzw. die Welle auch fixieren. Das Problem ist bei den dicken Motoren, die Welle ist nicht ausdistanziert. Bedeutet, das Lager ist auch nicht vorgespannt. Wir platzieren hier dazu einen kleinen O-Ring, 0,5 mm. Passt sehr gut. Man kann es also einfach ausprobieren. Es darf nicht zu streng sitzen. Es darf der Deckel auch nicht ganz fest drauf gehen. Es muss sich noch leichtgängig drehen lassen. Ja, was bewirkt der O-Ring? Das Lager ist vorgespannt. Dadurch, selbst wenn einmal ein bisschen Schmutz ins Lager reinkommt, passiert nichts Schlimmes. Es blockiert nicht sofort, die Welle läuft nicht gleich ein. Die meisten Probleme mit den TKN-Motoren entstehen eigentlich dadurch, dass das Lager vorne beschädigt wird, beziehungsweise nicht sauber läuft, die Welle einläuft und dann dadurch der Rotor beschädigt wird. Das kann man mit diesem einfachen Hilfsmittel, mit dem O-Ring, eigentlich ganz gut beheben. Darum ist das meine absolute Empfehlung, das einzubauen. Jetzt kann man den Motor vorne schon wieder zusammenbauen. Ihr seht, also es ist wirklich kein Hexenwerk, das vorne zu montieren. Und ihr habt auch gleichzeitig, wie gesagt, die Haltbarkeit des Motors auf jeden Fall erhöht. So, jetzt geht es auch schon mit dem hinteren Lagerschild los. Hier müssen wir nur 3 Schrauben, wie gesagt in dem Fall metrische Schrauben, entfernen. Lagerschild ist schon nach unten. Diese Schutzfolie dient dazu, dass die Kontakte nicht am Alugehäuse ankommen. Diesen weißen Kunststoff, den könnt ihr einfach entfernen. Wir setzen jetzt das schwarze Filtergewebe aus unserem Motor-Tuning-Kit ein. Muss ein bisschen in Form gebracht werden. Es ist auf jeden Fall schon der Sensorstecker ausgespart. Jetzt wird einfach der hintere Deckel wieder aufgesetzt. Geht ein bisschen streng, aber es soll auch so sein, damit eben kein Staub mehr reinkommt. Und wir können schon wieder mit dem Zusammenbau beginnen.
Die Schrauben, also es sind für die hinteren Schrauben sind jetzt keine Bohrungen im Filtergewebe drinnen oder keine Löcher. Man braucht ein bisschen andrücken, dann lässt sich das sofort ganz einfach festschrauben. So, jetzt kommt noch die Halterung für den Sensoranschluss. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, die dürft ihr nicht so fest anziehen, also es hält auch gut mit den zwei Schrauben. Ja, nochmal nachziehen. Und die Modifikation ist fertig.